Party, 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 Party. Beste Laune. So, Sie finden den Fehler, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Es ist eine Party in Oranje. Die Holländer, sie feiern ihren Einzug ins Viertelfinale. Ja, genau, das ist der kleine Makel. Es sind die Holländer, die feiern und nicht die deutsche Nationalmannschaft. Nichtsdestotrotz wollten wir Ihnen an diesem zweiten Advent ein bisschen ein gutes und ein positives Gefühl zum Start in diese Sendung geben. Denn in der Tat, wir befinden uns alle hier in Deutschland immer noch in Schockstarre und in Fußballdepression. Aus bei der WM 2018 in der Vorrunde, Gurken-EM 2021 und jetzt schon wieder, wenn die großen Nationen richtig loslegen ins Turnier, dann sind unsere Spieler schon wieder zu Hause. Was für ein Debakel, Deutschland raus in der Vorrunde. Es gibt viel zu besprechen, viel zu analysieren, tief zu gehen und leider nicht mit positiven Themen. Das wollen wir aber tun mit dem Rekord-Nationalspieler, mit dem Weltmeister und dem ehemaligen Weltfußballer. Der weiß, wie es sich anfühlt, erfolgreich Fußball zu spielen. Servus Lothar, Salam Aleikum nach Katar. Mahlzeit nach Deutschland, 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags bei dir, genau wie jetzt 10 Uhr. Ich hoffe nicht, dass den Zuschauerinnen und Zuschauern jetzt das Frühstückscroissant zu oft im Halse stecken bleibt, wenn wir tief analysieren, aber wir müssen es tun. Der DFB, die Nationalmannschaft, Krise, Krise, Krise. Ich war eine Halbzeit wirklich richtig sauer. Ich glaube, die Fehler, die haben wir nicht heute gemacht, sondern in der zweiten Halbzeit gegen Japan. Das ist so für mich sicherlich der schwierigste Tag in meiner Karriere ist. Diese letzte Gier, dieses etwas Dreckige, das fehlt uns. Dann wirst du halt bitter bestraft und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt nach Hause fahren. Ja, Lothar, man kann in der Tat ein bisschen in Fußballdepression verfallen, wenn man sich diesen Einspieler auch nochmal anschaut. Aber es ist ja nun mal Fakt, wir sind nicht mehr Weltspitze. Der Schock, wie sehr sitzt der bei dir noch jetzt, 3 Tage nach dem Aus? Ja, Schock eigentlich nicht, weil ich habe das ja seit Wochen verfolgt und es gab sehr viel Unruhe, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes. Und da lässt natürlich die Konzentration eines jeden Spielers nach. Der eine kann vielleicht noch damit umgehen, aber viele eben nicht. Und da hat es einfach zu viel drumherum gegeben, dass der Fokus nicht so auf die sportliche Leistung gelegt werden konnte, sondern in den Köpfen der Spieler waren viele andere Fragezeichen, viele andere Gedanken und das hat dazu beigetragen, dass wir vielleicht in den entscheidenden Momenten nicht diese Konzentration, nicht diese Gier hatten, nicht dieses dreckige Spiel, nicht diese Reibungspunkte, die auch zu einer erfolgreichen Mannschaft dazugehören. Ich lasse das nicht gelten, diese Geschichte mit der Binde, dass das jetzt allen auch aus Spielerkreisen dann ein bisschen vorgeschoben wird von den Verantwortlichen. Wenn das nicht gewesen wäre, dann wäre alles gut gegangen. Es gab nun mal diese Bindendiskussion und die hat die Mannschaft ja auch selber ein Stück weit mit initiiert. Es gibt eine ganz aktuelle neue Entwicklung. Die Kollegen der ARD berichten, dass das berühmte Foto, was nach der Bindendiskussion entstanden ist, vor dem Japan-Spiel, offensichtlich nur 2 Spieler diese Geste machen wollten. Manuel Neuer und Leon Goretzka. Der Rest der Spieler wollte das nicht machen, sondern wie die anderen Nationen ganz einfach ohne Statement auf den Platz gehen. Das spricht ja schon sehr dafür, dass es in der Mannschaft eben keine Einigkeit gab. Was ist deine Meinung dazu? Muss man jetzt rückwirkend auch diese Geste noch mal ganz anders beurteilen, wenn nur 2 Spieler, wenn es denn stimmt, das wollten und der Rest musste folgen? Ja, absolut. Die Mannschaft ist ganz sicher nicht hundertprozentig hinter diesem Bild gestanden. Und jetzt haben wir ja sozusagen auch das gehört aus anderen Kreisen, dass eben einige Spieler gar nicht das wollten. Aber dann macht man wieder alles gemeinsam. Immer wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe das gestern schon gesagt. Und die Reibungspunkte, das ich auch vorher angesprochen habe, die haben mir gefehlt. Dann hätten eben die 2 machen sollen. Ich persönlich trotzdem sage, es geht ja nicht nur um die Binde, es geht ja nicht nur um die Menschenrechte. Es ging ja um viele, viele, viele andere Themen.
Und bei uns ist nie ein Punkt gemacht worden, wie zum Beispiel bei Van Gaal, der jetzt ein Firebeast geworden ist, wie wir ja vorher schon gesehen haben, kommt nach dem Erfolg zurück, lässt sich feiern in einem Hotel hier in Doha, nicht 100 Kilometer entfernt von Doha. Es sind viele falsche Entscheidungen getroffen worden und das ist natürlich das, was dann eben die Mannschaft auch auf dem Platz gezeigt hat. Ich möchte eins ganz klar sagen, die Mannschaft hat sportlich besser performt wie bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland, hatte zwei Probleme. Manuel Neuer hat es gerade gesagt, die zweite Halbzeit, vor allem 20 Minuten gegen Japan, nicht konzentriert genug nach den Auswechslungen von Gündogan und Müller, hat ein bisschen die Klarheit in der Mannschaft gefehlt, so hat Japan zwei Tore geschossen. Wir haben in der Defensiv eklatante Fehler gemacht, vor allem auch im Spiel gegen Costa Rica und haben vorne unsere Chancen nicht verwertet. Sonst haben wir sportlich meiner Meinung nach gezeigt, dass wir auch gegen Spanien mithalten können. Spanien gehört zu den Turnierfavoriten. Wir haben gezeigt gegen Ghana, dass wir viel Offensivkraft haben, viel Offensivpower, aber die Chancen einfach nicht verwertet haben. Und es waren eben dann verschiedene Gründe. Und da suche ich nicht Spanien, die dann das Spiel gegen Japan verloren haben. Argentinien hatte auch in den letzten 10, 15 Minuten die Chance, gegen Polen das dritte Tor zu schießen, was dann auch in der Gruppe eine Veränderung gehabt hätte. Das war eine Normalität der Spanier, dass sie sagt, wir verlieren 2-1, Deutschland kann nicht mehr 9-0 gewinnen, deswegen gehen wir vielleicht auch den Brasilianern im Viertelfinale aus dem Weg. Eine menschliche Geschichte, die ich voll und ganz akzeptiere. Aber es ist und bleibt immer, Lothar, ein bisschen dieses Hätte-Hätte-Herrn-Toilette. Am Ende des Tages bringt es mir auch nicht, wenn ich die Vokabeln in der Schule gewusst habe, sie aber dann nicht abgerufen habe, wenn der Test da war. Dann habe ich halt eine 5 oder eine 6 bekommen und bin nicht versetzt worden. Das gilt auch wieder für die Nationalmannschaft. Und ganz besonders gilt es für den ganzen Kreis dieser Mannschaft. Allen voran Joshua Kimmich, das Chefchen, was immer Chef sein will. Der hat sich ja auch geäußert und sieht halt eben diese gesamte Entwicklung seit 2018. Ein sehr interessanter O-Ton. Hören wir noch mal rein. Schwierig, da jetzt ganz ehrlich zu sein. Sicher ist, dass es so für mich sicherlich der schwierigste Tag in meiner Karriere ist. Das zweite Mal so bei einer WM auszuscheiden, dazwischen noch die Euro, wo wir auch früher ausgeschieden sind, ist schon bitter und viele vertane Chancen innerhalb von 4 Jahren. Ich sehe einfach meine persönliche Bilanz, meine eigene Bilanz, seitdem ich hier dabei bin. Mal mit Ausnahme von 2016, wo wir noch gut gespielt haben und auch dem Confed Cup, ist es einfach so, dass man persönlich viel mit Misserfolg in Verbindung gebracht wird. Und das ist natürlich nicht das, wofür man stehen möchte. Aber er steht nun mal jetzt schlicht und ergreifend dafür, für die Generation Loser. So muss man es ja einfach leider sagen, weil es kein Einzel-Event war, sondern es ist das dritte große Turnier gewesen, wo die Mannschaft dann wieder zu Hause ist, wenn die anderen erst richtig loslegen. Und die blamablen Auftritte zum Teil in der Nations League, die muss man ja auch noch rein bewerten. Wenn du das alles dir anschaust, die letzten Jahre seit 2018, kann man überhaupt noch eine andere Note als die Note 5 ausstellen für die deutsche Fußballnationalmannschaft? Ja, wir haben uns blenden lassen, auch von den Ergebnissen in der WM-Qualifikation. Hansi Flick hat die ersten 8 oder 9 Spiele gewonnen, aber es waren halt Gegner, Liechtenstein, Island, Nordmazedonien. Wir respektieren alle Gegner, aber das ist ja nicht das, wo wir dafür stehen. Wir wollen uns gegen die Großen messen und es ist uns jetzt in den letzten Turnieren und wie gesagt auch in der Nations League nicht gelungen. In der Nations League hätte man auch locker Erster werden können, wenn man gegen Ungarn die Pflicht erfüllt und Minimum 4 Punkte holt, dann wären wir Erster gewesen. Wir haben aber nur einen Punkt geholt. Es ist einfach so, dass die Mannschaft im Endeffekt zu brav miteinander ist. Ich habe es vorher gesagt, die Reibungspunkte fehlen mir. Das hat sich in allen Mannschaften, 1974 hat man sich teilweise gestritten, hat es interne Sitzungen gegeben, ist Weltmeister geworden. 1990, bei uns war auch nicht alles nur ein Miteinander und ein Lächeln, sondern es hat auch hinter den Kulissen einmal das eine oder andere Mal gerumpelt und das vermisse ich bei der Mannschaft auch auf dem Platz, wenn einer Fehler macht, okay, wird akzeptiert. Ja, da hat es früher irgendwie mal eine Geste gegeben oder ein Streitgespräch oder sonst irgendetwas. Und dann ist man eben anders in die Zweikämpfe gegangen. Ja, wir sind zu brav gewesen auf dem Platz. Wenn ich die Argentinier sehe, die auch spielerische Qualitäten haben, aber trotzdem wie die Defensivspieler, die Zweikämpfe annehmen, ja, das war bei uns eigentlich nur Rüdiger, der dann mit dieser Gier gespielt hat. Das hat er ja auch selber gesagt, dass er das vermisst hat. Und das
das sind halt Dinge, die ich bei so einem Turnier, wenn man Erfolg haben will, vermisse. Und deswegen gibt es eben dann auch solche Ergebnisse. Auch wenn ich sage, teilweise hat das Spiel ja schön und ordentlich ausgesehen. Aber natürlich sind wir weg und es hat gewisse Gründe. Du hast Antonia Rüdiger angesprochen, der wirklich tatsächlich Klartext gesprochen hat nach dem Aus. Wir wollen mal reinhören. Und diese letzte Gier, dieses etwas Dreckige, das fehlt uns. Ich denke, ja, wir sind eine sehr, sehr liebe Mannschaft. Wie kriegt man denn diese Gier rein, Lothar? Das ist ja auch viel einfach ein Charakterzug. Das kann man ja wahrscheinlich gar nicht antrainieren. Ja, Fußball spielen, das können sie alle irgendwie. Toll ausgebildet, gute Technik, taktisch auch einigermaßen. Das bringt aber nichts, wenn am Ende des Tages 11 gegen 11 auflaufen. Und auf der anderen Seite sind Leute, die einfach noch galliger sind. Wie kriegen wir die Mentalität, für die wir einst standen, als Fußballnation Deutschland, wie kriegen wir die wieder in die Nationalmannschaft reingeprügelt? Bisschen raus aus der Komfortzone. Also alles, was hier beim DFB gemacht wird, das ist ein Schlaraffenland für die Spieler. Ja, es wird sich um alles nebenbei gekümmert und im Endeffekt geht's jedem ja gut. Da kommt der Friseur vielleicht wieder eingeflogen. Ich weiß nicht, ob diese Geschichte stimmt. Ich habe es nur gehört. Ja, die Familien werden hofiert. Einen Tag vor dem ersten Spiel kommen die Familien hier an. Ich habe nichts gegen Familienzusammenschluss, aber es muss ja nicht gleich in der Gruppenphase sein. Es war früher auch nicht der Fall, weil es lenkt einfach ab und es wird halt wie gesagt, alles gemacht. Die Spieler müssen sich um nichts kümmern. Es sind viele Dinge gemacht worden, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Auch die Reise nach Oman, der Zwischenstopp in Oman, einchecken, auschecken, wieder zum Flughafen. Alles abgelenkt. Man hat sich nicht voll fokussiert auf diese Weltmeisterschaft im Vorfeld. Es waren Dinge, die meiner Meinung nach anders gelöst werden hätten müssen. Und somit kam eigentlich nie so eine echte WM-Stimmung. Nicht in Deutschland, nicht hier bei den deutschen Fans im Stadion, wenn ich die mexikanischen, die argentinischen Fans angucke. Aber auch nicht auf dem Platz. Da ist eine andere Aggressivität zu erkennen von anderen Mannschaften. Diese Gier, die Rüdiger gerade angesprochen hat, die ist da bei Marokko, bei Tunesien oder wie sie alle heißen, sogar bei den Australiern. Und das ist das, was uns eigentlich in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Ja, nicht alles hinterhergetragen, sondern selbstständig zu sein. Und ich glaube, da sollten die Spieler wieder hinkommen. Ja, und allen voran ist dafür, muss es ehrlich sagen, ein Mann verantwortlich, der sich um das alles gekümmert hat, dass es vordergründig ja alles so wunderbar und wunderschön ist. Das ist Oliver Bierhoff. Du hast in deiner heutigen Kolumne in der Bild am Sonntag auch Oliver Bierhoff sehr deutlich angesprochen. Und am Ende, das fasse ich mal zusammen, eigentlich festgestellt, danke, der Weg Oliver Bierhoff muss jetzt zu Ende sein. Habe ich das richtig so gelesen? Es muss sich was ändern in dem Aufgabenbereich von Oliver Bierhoff, ganz sicher. Es hat 2018 schon diese Hotelfrage Sochi oder Moskau gegeben. Dann hat sich Oliver Bierhoff durchgesetzt gegen Jogi Löw. Jetzt auch wieder lange Diskussion. Es ist einfach so, dass alles hingezogen wird wie ein Kaugummi und deswegen eben längere Themen sind. Wir brauchen wieder klare Entscheidungen und diese klaren Entscheidungen trifft Oliver Bierhoff nicht im Sinne der Mannschaft. Man hatte auch ein Spiel geplant gegen die Vereinigten Emirate in der Emirate. Es war eigentlich schon alles festgestanden, die Flugplanung, die Hotelbuchungen, alles Mögliche. Und dann musste man 3 Wochen vorher, bevor man dann zur Weltmeisterschaft gefahren ist, alles wieder umplanen. Dann hat man in Oman noch einen Gegner gefunden mit Oman. Dann hat man die Mannschaft nicht einspielen lassen, die gegen Japan da gespielt hat, sondern man hat jungen Spielern die Möglichkeit gegeben, sich mal zu zeigen. Und da sind eben meiner Meinung nach viele Fehler gemacht worden, schon in der Vorbereitung auf dieses bedeutende Turnier. Du hast in deiner Kolumne auch einige Namen genannt, die deiner Meinung nach jetzt mehr involviert werden müssen. Da fällt unter anderem der Name Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, der DFB-Vizepräsident und Aufsichtsrat der DFL und auch Matthias Sammer. Bevor wir mit dir darüber reden, wollen wir einmal hören, was Matthias Sammer, der ja schon mal eine Funktion beim DFB hatte, selber gesagt hat zur Situation bei der Fußballnationalmannschaft. Matthias Sammer. Ich bin glücklich in meinem Leben, aber ich wäre noch glücklicher, wenn der Fußball endlich wieder so ein bisschen in bessere Bahnen gelenkt werden sollte. Und ich will damit nicht sagen, irgendwas anzugreifen, wie auch immer. Dafür geht es uns gerade nicht gut genug. Ich will niemanden persönlich angreifen, aber wir müssen die Qualität, die Beurteilbarkeit und die Fachlichkeit in den Mittelpunkt stellen und uns dann ein Stück weit organisieren. Und da gibt es ein paar gute Leute und dementsprechend jetzt ein bisschen analysieren. Und du hast mich gefragt, helfen für den Fußball, für die Sache, das ist mein Leben jederzeit, aber gewisse Positionen brauche ich nicht mehr.
Er braucht nicht gewisse Positionen, Matthias Sammer, aber er bittet irgendwie seine Hilfe an bei den Kollegen bei Magenta. Lothar, was ist mit dir? Michael Ballack, das sind doch alles Namen, auch du. Wollt ihr nicht gemeinsam eine Art Taskforce gründen, um den deutschen Fußball endlich aus diesem für mich als Fan unerträglichen Sumpf wieder rauszuholen? Wir wollen alle das Beste für den deutschen Fußball, weil sowohl Matthias als auch Michael, als auch ich, als auch Karl-Heinz Rummenigge haben durch diesen Fußball ja enorm profitiert. Ja, wir leben den Fußball, wir lieben den Fußball, wir haben große Erfahrungen gesammelt. Es ist eine tolle Zeit gewesen und natürlich muss der DFB entscheiden, was sie vorhaben, was ihre Änderungen sind für die Zukunft, für den deutschen Fußball. Und ich glaube immer, und das habe ich auch schon vor einigen Monaten in einer anderen Richtung gesagt, wie es diese Videoschiedsrichterentscheidungen gegeben hat, Diskussion, lasst ehemalige Fußballspieler in gewissen Gremien mitreden. Sie haben einfach diese Erfahrung. Sie sehen vielleicht das eine oder andere besser aus eigener Erfahrung oder der Blick dafür, eben diese Sachen alle erlebt zu haben. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte man beim DFB ehemalige Spieler nah heranbringen, um eben vielleicht auch mal diesen freundschaftlichen Haufen beim DFB einfach auch mal ein bisschen anders zu gestalten, auch mal eine andere Meinung gelten zu lassen. Und das vermisse ich beim DFB nicht nur nach dieser Weltmeisterschaft schon, sondern schon in den letzten Jahren. Es war alles so, wir sind beim DFB und es ist ein geschlossener Kreis und da kommt keiner rein und es wird keine Meinung von außen irgendwie angenommen oder wir werden sie gar nicht diskutieren. Und ich glaube, wenn eben Leute wie Karl-Heinz Rummenigge, der ja jetzt genügend Zeit hat, da vielleicht muss ja nicht jeden Tag dabei sein, aber Einfluss zu haben, seine Erfahrungen mit einzubringen. Ich glaube schon, dass das den DFB weiterhelfen wird. Du hast in deiner heutigen Kolumne auch in der Bild am Sonntag eine Personalie nicht offen gelassen, sondern du hast dich festgelegt, er darf weitermachen. Ganz ehrlich, mein Selbstverständnis als Bundestrainer wäre, nach so einem Scheitern zurückzutreten. Über Herrn Bierhoff brauchen wir gar nicht reden. Jeder normale Bundesliga-Manager müsste schon längst gehen, wenn man über so viele Jahre sportliche Misswirtschaft betreibt. Aber Hansi Flick, sagst du, er darf weiter im Amt bleiben. Warum? Nicht, weil er mein Freund ist, sondern weil er das kann, weil er es bewiesen hat, auch bei Bayern München, dass er mit Stars umgehen kann und erfolgreich arbeiten. Und ich weiß, dass Hansi sich selbst am meisten hinterfragt, was er vielleicht für Fehler gemacht hat. Franz Beckenbauer 1986 hat auch einige Fehler gemacht und 4 Jahre später haben wir ihn alle gelobt. Wir wünschen uns auch in den Bundesliga-Vereinen, dass man häufiger mal ein bisschen länger zu den Trainern steht und nicht nach 5 Niederlagen immer den Trainer entlässt. Und deswegen glaube ich und bin überzeugt, weil ich Hansi Flick kenne, weil ich seinen Ehrgeiz kenne, seine Fachkenntnis und auch seine menschlichen Qualitäten, dass er aus dieser Weltmeisterschaft die richtigen Schlüsse zieht. Und deswegen ist er auch für mich der richtige Mann für 2024. Ich habe eine These, Lothar, und gucken, ob du sie teilst. Wenn die EM 2024 nicht in Deutschland wäre, sondern von mir aus in Schweden, dann würde man anders reagieren. Dann würde man jeden Stein extremer noch mal umdrehen und man würde radikal alles auf den Kopf stellen und alles ändern. Ist diese EM24, weil sie ja schon in anderthalb Jahren ist, möglicherweise ein Cliffhanger, um den Job zu behalten für den einen oder anderen beim DFB und unter anderem auch im Trainerstab? Hilft denen die Heim-EM, ihren Job zu behalten? Nee, ganz sicher nicht. Ich bin auch so überzeugt, wenn die EM in Schweden stattfinden würde, dass ich Hansi Flick das Vertrauen ausspreche, weil er es gezeigt hat. Und er hat es ja auch sportlich hier teilweise gezeigt. Er hat Fehler gemacht und er weiß es. Er weiß es. Und ich bin überzeugt, wenn jetzt alles neu aufgestellt werden würde, dann wird es ja wieder einen richtigen Knall geben und ein richtiges Durcheinander, bis man sich findet. Ich glaube, dass die Mannschaft großes Vertrauen hat zu Hansi Flick. Hansi Flick zu den Spielern, vielleicht sogar zu viel. Und da muss er ein bisschen strenger werden, ein bisschen härter werden und so ein bisschen diese Komfortzone, ja, muss er ein bisschen anders angehen, dass im Endeffekt nicht nur alles den Spielern zugetragen wird, sondern dass sie eben Verantwortung übernehmen. Dass sie auch mal nicht das bekommen, dass mal der Friseur verboten wird, dass der Friseur vielleicht ins Training Lager kommt, dass die Familien später anreisen, ja, dass er seinen Kader findet, nicht nur den Kader, sondern vor allem die ersten 13, 14 Spieler, die hat er leider bei diesem Turnier, wo er auch Zeit gehabt hat, und das greife ich ihn ja auch an, dass er mal so die Position für Gündogan, die Position für Kimmich, die Position für Süle. Er hat eigentlich am Anfang der Weltmeisterschaft noch experimentiert, aber wie gesagt, er weiß es besser wie ich, dass er
wahrscheinlich auch das eine oder andere sehr unglücklich gemacht hat, beziehungsweise besser hätte machen können. Lothar, eine Sache muss ich jetzt nochmal nachfragen. Das ist ja hochinteressant und regelrecht ein brisantes Detail. Habe ich es richtig verstanden, dass du gehört hast, dass wieder ein Friseur ins Teamlager eingeflogen wurde? Es ist so kommuniziert worden hier, dass dieser Friseur im Stadion gesehen worden ist, gesichtet worden ist. Ich habe ihn persönlich nicht gesehen. Ich habe auch keinen neuen Haarschnitt bekommen. Aber wie gesagt, ich habe es gehört. Ob es jetzt die Wahrheit ist oder nicht, das kann ich nicht hundertprozentig garantieren. Aber ich habe es gehört. Also wir werden auf jeden Fall da unsere Reporter nochmal in die Spur schicken. Denn Friseur und Nationalmannschaft, das ist eine Vergangenheit, die auch alles andere als ruhmreich war. Lothar, einmal ganz kurz, muss man auch leider sagen, auch du hast Erfahrung gesammelt in deiner Karriere mit einem etwas zu frühen Ausscheiden, verglichen mit dem, was unsere Nationalmannschaft macht, das nicht bei WMs. Aber Lothars WM-Moment müssen wir uns beschäftigen auch mit überraschenden und frühen Ausscheiden. Denn da gab es allen voran, Lothar, wir erinnern uns, ein Schock damals für mich, obwohl ich gejubelt habe, weil Jordan Letschkow damals beim HSV gespielt hat und ich in meinem Alter das nicht richtig auseinanderhalten konnte. Da war ich mehr HSV-Fan als Deutschland-Fan. Nichtsdestotrotz, Jordan Letschkow 1994, für euch wohlgemerkt, Viertelfinale, war damals schon Untergang für alle. Ausscheiden gegen Bulgarien damals in den USA bei der WM 94. Wie habt ihr das damals verkraftet? Wie seid ihr als Truppe damals damit einander umgegangen? Habt ihr euch zumindest verbal die Köpfe eingeschlagen damals? Wir waren damals keine Truppe, wir waren keine Einheit, wir waren keine Mannschaft. Es waren lauter Ich-AGs, würde ich sagen. Es war eigentlich vom Spielermaterial vielleicht sogar noch besser wie 1990, 4 Jahre vorher, wo wir Weltmeister geworden sind. Es sind Spieler dazu gekommen wie Stefan Effenberg, Matthias Sammer, Mario Basler war dabei. Also es ist drunter und drüber gegangen bei dieser Weltmeisterschaft und deswegen kam dieses Ausscheiden dann auch nicht überraschend. Auch Berti Vogts hat die Sache nicht 100% in den Griff gehabt, wie er es zum Beispiel 2 Jahre später wesentlich besser gemacht hat. Er ist mit dieser Truppe nicht klar geworden, auch keine klare Hierarchie in der Truppe und von dieser Seite her war das eigentlich nicht überraschend. Auch wir haben 1-0 geführt gegen die Bulgaren und dann im Endeffekt durch Tore von Letschkow und Stoichkov 2-1 verloren. Natürlich ein bitteres Aus, aber irgendwo ist es bei uns dann eben hat gar nicht so weh getan, weil wir haben ja nicht als Mannschaft versagt, sondern eigentlich jeder Einzelne. Und ich glaube, das kann man auch mal festhalten, ihr wart wahrscheinlich auch schon dankbar rückblickend, dass es sowas wie Social Media und das ganze Internet in der Form noch gar nicht gab. Es gab halt damals nur die großen Tageszeitungen, wie uns unter anderem. Also man bekam das ja gar nicht so hautnah mit, die Kritik dann da in Amerika, oder? Ja, aber ihr habt uns auch schön zerrissen und zu Recht, würde ich sagen, weil wir haben es nicht anders verdient gehabt. Sehr richtig. Schön, dass du das noch einmal klarstellst. Wir haben natürlich auch den Auftrag, auf den Deckel zu hauen, wenn es sinnvoll ist, auf den Deckel zu hauen. Lothar, das war dein WM-Moment. Ich finde es immer eine wunderbare Rubrik hier. Danke dafür. So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt holen Sie sich nochmal einen frischen Kaffee mit ein bisschen Sahne obendrauf. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann sind wir wieder da und gehen nochmal sportlich wirklich jeden einzelnen Spieler durch. Deutschland und das WM aus in der tiefen Analyse mit Lothar Matthäus. Herzlich willkommen zurück bei BTV und Lothar legt los und ich bin gespannt, wie doll jetzt losgelegt wird, wenn wir mal in die Einzelanalyse unseres WM-Kaders gehen und die Frage uns stellen, auf welche Spieler soll Hansi Flick, sofern er den Bundestrainer bleibt, auch in Zukunft noch setzen? Mit welchen dieser Jungs, die jetzt in Katar dabei waren, können wir denn mit gutem Gewissen in die EM 2024 gehen? Und Lothar, du bist zurück. Wir gehen das mal ganz chronologisch durch, sonst verliere ich immer den Überblick bei diesen ganzen Magic-Ball-Geschichten hier. Wir starten von hinten nach vorne. Wir haben 3 Torhüter, Ter Stegen, Neuer, Trapp. Sind die für dich Stand jetzt beim nächsten Länderspiel auch wieder gesetzt? Oder sollte da auch frischer Wind rein? Oder sind das einfach die 3 besten, die wir haben?
alle drei Weltklasse. Für mich alle drei. Also auch wenn Manuel mal ausfallen sollte, habe ich keine Sorgen mit Kevin oder der Stegen hier mit den Ersatztorhütern. Das sind ja alle Torhüter, die in den letzten Jahren Weltklasse gehalten haben. Dahin hatten wir noch Leno und so weiter und so fort. Also da ist noch kein neuer in Sicht, der mit 19, 20 Jahren schon so weit ist, dass er da, sagen wir mal, reinbrechen kann. Aber eine Nachfrage habe ich zu dem Thema Lothar. Es war damals großes Thema, als Jürgen Klinsmann den offenen Torwart-Zweikampf zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann ausgerufen hat, vor der WM 2006. Ja, da gab es dann auch ein paar Störfaktoren davor. Aber ich bin dabei, es hat leistungstechnisch beiden Torhütern geholfen, dieses offene Duell zu machen. Muss Hansi Flick nicht im Hinblick auf die EM 2024 jetzt auch die Unantastbarkeit von Neuer auflösen und einen offenen Torhüterkampf fordern? Ja, vor allem, weil man die Qualität hat, kann man im Endeffekt auch gerade nach dem letzten Spiel gegen Costa Rica, wo Neuer zweimal nicht so gut ausgesehen hat, hat er auch dementsprechende Note von euch bekommen. Natürlich hat er da hat er Fehler gemacht, die eigentlich die man von ihm nicht kennt. Und man weiß auch von seinen Verletzungen, da muss Hansi Flick oder der neue Trainer, davon gehe ich aus, dass es Hansi Flick bleibt, muss im Endeffekt dann schon irgendwo auch schauen, wo ist dann derjenige, den ich genauso vertraue wie Manuel, und deswegen kann man auch in den nächsten Spielen, und es gibt ja nur Freundschaftsspiele bis zur Europameisterschaft, bis zur Heimeuropameisterschaft hin, und deswegen kann man theoretisch auch mal einen der Stegen oder Trapp oder auch einen Leno ausprobieren und ihnen die Möglichkeit geben, mal über 90 Minuten einfach zu zeigen, ob man sich auf sie auch verlassen kann. Also da gehe ich sofort mit. Also diese, würde ich sagen, ja, ist eine, die wir im Endeffekt nutzen sollten. Also ein offenes Torhüter-Duell, sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir zu den Mannschaftsteilen, der uns definitiv ein paar graue Haare besorgt hat und hin und wieder auch einen dicken Hals, ganz offen gesprochen. Unsere Abwehr, das war unterm Strich leider gar nichts. Wahnsinnig viele Böcke drin, selbst gegen Costa Rica hat mir die Nackenhaare aufgestellt, da wurden Luftlöcher geschlagen, und über das 2:1 von Japan wollen wir nicht noch einmal reden, weil sonst fallen wir ganz tief in die Depression hier. Fakt ist, es gab viele Spieler, die Hansi Flick mitgenommen hatte, die eigentlich für Defensivaufgaben zuständig sind. Welcher dieser Jungs, ohne ihn persönlich auf den Schlips treten zu wollen, aber wo würdest du sagen, auf den muss man nicht mehr unbedingt setzen, das wäre auch nicht so schlimm, wenn er nicht mehr dabei ist. Lass mich den Namen Kehrer zum Beispiel mal ins Spiel bringen. Ja, Kehrer war ja Hansis Lieblingsspieler, aber im Endeffekt hat er ja auch von ihnen losgelassen. Das hat man ja im letzten Spiel dann gemerkt, dass Kehrer eigentlich mehr im taktischen Bereich für ihn wichtig war, in der Restverteidigung. Natürlich haben wir auf der rechten und linken, generell außer Rüdiger, haben wir überall Probleme gehabt. Ja, so muss man es ja eigentlich sehen. Also Rüdiger, auf den muss gesetzt werden als Persönlichkeit, als Mentalitätsspieler. Und dann muss man eben den Partner finden. Da haben wir einige junge Spieler, aber auch schon erfahrene. Süle, Ginter sind ja schon im Endeffekt sehr erfahren. Ginter war da bei der dritten Weltmeisterschaft dabei, hat seinen ersten Einsatz bekommen von Hansi Flick. Dem wurde auch noch der Rekord geklaut. Ne? Auch das noch. Hätte er nicht gespielt, wäre er WM-Spieler mit den meisten. Ja, den Rekord braucht keiner. Den Rekord will gar keiner. Aber da stehst du wenigstens in den Nein, und da muss man eben... Das sagt sich für dich ja leicht als ein Rekordnationalspieler. Genau. Aber egal, werden wir wieder ernst. Ja. Ich würde sagen, Schlotterbeck hat die Möglichkeit, in den nächsten eineinhalb Jahren das dazu zu lernen, dass man auch auf ihn sich hundertprozentig verlassen kann. Er hat noch den einen oder anderen Bock drin, ab und zu überflüssiges Reingrätschen verursacht, einen ein oder anderen Elfmeter. Auch im Aufbauspiel hat er noch ein bisschen Probleme. Ginter ist eigentlich immer zuverlässig gewesen, solide, zuverlässig. Langt es dann, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen? Und Bella Kotschap ist natürlich in der Premier League gefordert. Wir kennen ihn kaum aus Deutschland. Ich habe ihn vor 2 Jahren schon so ein bisschen bei Bayern München mal ins Spiel gebracht. Ein hochtalentierter Spieler. Ja, und das sind die Spieler, auf die wir wahrscheinlich setzen müssen, weil ich sehe nichts anderes. Wir haben diese Position auch durch viele ausländische Spieler besetzt in der Bundesliga. Und das sind eigentlich schon die Besten, die wir im Zentrum haben. Rechts- und Linksverteidigung. Ja, Raum hat mich enttäuscht. Aber er hat mich schon enttäuscht in Leipzig die letzten 4-5 Monate. Und deswegen wäre ja Günther für mich immer der Spieler gewesen, der auf der linken Seite verteidigen soll.
gut ausgebildet, ist natürlich schon ein bisschen älter, ich glaube 29, gut ausgebildet in Freiburg bei Christian Streich, kann eine Viererkette, kann eine Dreierkette, kann nach vorne, weiß aber auch, wie er sich hinten zu verhalten hat. Dann Netz von Borussia Mönchengladbach ist ein Spieler, der ganz sicher, den ganz sicher die Zukunft gehört, U21-Spieler gewesen, ja, ist ganz sicher eine Alternative. Und sonst gibt es eben auf der linken Seite sehr wenig in der Bundesliga. Rechte Seite hat Hansi Flick 5, 6 Spieler dabei gehabt, die er da einsetzen hätte können. Ginter und Süle sehe ich da mehr in der Mitte. Kehrer, wie gesagt, aus taktischen Gründen hat er häufig gespielt. Und dann ist er Klostermann mitgenommen worden, nach der einer langen Chance Verletzung gegen Spanien genutzt hat. Auch, also das war auf jeden Fall kein Fehler, ihn damals zu bringen. Im zweiten Gruppenspiel, da hat er seine Sache ordentlich gemacht, oder? Nein. Richtig, absolut, ist gekommen. Er ist auch in der Bundesliga, wenn er eben nicht so häufig verletzt wäre, ein wichtiger Spieler für Leipzig. Also rechts Klostermann ist ganz sicher jemand, der dieses Problem lösen könnte. Aber wenn ich jetzt mal deine darf ich das einmal sagen, Lothar? Wenn ich das einmal Paroli laufen lasse, entschuldige, ja, den muss ich mir jetzt einmal gönnen. Aber wenn man den Kollegen Kehrer einfach mal als Streichkandidaten durchaus mitnimmt, nur aus taktischen Gründen, hat es halt nicht ausgefüllt. Eine Personalie müssen wir ganz doll besprechen. Niklas Süle, das war nicht sein erstes Turnier. Er war nicht neu dabei bei einer Nationalmannschaft und hat wirklich versagt. Das darf man, glaube ich, so sagen. Wahnsinnige Böcke drin, Unsicherheit. Und auch nach vorne habe ich ihn ehrlicherweise selten gesehen. Das war ja auch eine Sache, warum man gesagt hat, Süle ist gut, der kann bei Standards was machen. Ist Niklas Süle ein Mann, auf den wir bauen können in der Innenverteidigung als festes Korsett, feste Säule für die EM 2024? Ganz sicher im erweiterten Kader, kommt auf die Leistungen an, dass er mal stabile Leistungen bringt. Er auf ihn ist kein Verlass. Er kann es Weltklasse, aber er kann es auch Kreisklasse. Und das ist eben bei einem Turnier ein großes Risiko, weil einmal Kreisklasse könnte dazu führen, dass die Mannschaft ebenfalls dann wieder zu früh nach Hause fährt. Beziehungsweise beim nächsten Turnier muss sie ja nicht nach Hause fahren, die ist ja in Deutschland. Und mir liegt es fern, wirklich einzelne Spieler komplett negativ herauszuheben, aber es bleibt einfach Fakt. Hätte er die Abseitsfalle nicht aufgehoben gegen Japan, dann stünden wir jetzt im Achtelfinale. Aber es waren deutlich mehr Schuld als nur Niklas Süle. Im Mittelfeld, da hatten wir ja eigentlich nur drei Optionen. Am Ende haben sie alle drei immer gespielt. Goretzka, Gündogan, Kimmich. Ich glaube, es ist unbestritten, dass diese drei auch weiter im Kreis der Nationalmannschaft bleiben sollten. Aber Frage, glaubst du daran, dass Josh Kimmich den eigenen Anspruch irgendwann jetzt mal gerecht wird, auch in der Nationalmannschaft? Er will der Chef sein, er will der Leader sein und bisher ist er einfach nur Chefchen. 2018 war er Chefchen, 2021 bei der EM war er Chefchen und in diesem Turnier war er auch nur ein Chefchen. Ja, es ist richtig. Also ich würde persönlich allen drei weiterhin vertrauen, weil sie einfach die Qualität haben. Bei Bayern München ist er ja schon der Chef, auch wenn es im November oder im Oktober nicht so gut gelaufen ist bei den Bayern. Hatten sie ja einige Misserfolge, was ja auch dann mit Kimmich ein bisschen so in Zusammenhang gebracht worden ist. Aber Joshua ist, glaube ich, oder ist für mich ein Spieler, der das kann. Der muss halt das hundertprozentige Vertrauen haben. Hansi Flick, würde ich jetzt sagen, hat ihn ja nicht hundertprozentig vertraut, weil wenn ich hundertprozentiges Vertrauen zu Kimmich hätte, dann hätte ich ihn auch im letzten Spiel nicht rechter Verteidiger spielen lassen. Hansi Flick wollte alle Spieler, die so ein bisschen auch namentlich herausstechen, den Einsatz gegen Costa Rica geben. Deswegen ist auch Füllkrug zum Schluss nicht gekommen und es war so eine Kettenreaktion. Dann hätte nämlich irgendein Spieler rausgemüsst, vielleicht Gündogan, Müller auf der 10, Füllkrug vorne und Goretzka und Kimmich gemeinsam, wie es eben bei Bayern München auch läuft. Also Kimmich ist bei mir trotz alledem festgesetzt, weil ich weiß, was er imstande ist zu leisten, wenn er hundertprozentiges Vertrauen des Trainers bekommt. Man hat es im letzten Spiel gesehen, ja, man ist Kompromisse eingegangen und Kompromisse mag ich schon mal gar nicht. Müller vorne mag ich nicht, Kimmich rechts mag ich nicht. Die sollen alle die Position spielen, die sie auch vom Verein her gewohnt sind und da muss ich andere Lösungen finden. Und ich habe das auch wieder am eigenen Leibe gemerkt. Jupp Heynckes in seiner jüngeren Zeit, in den 80er Jahren, hat mich 2-3 Mal als rechter Verteidiger auflaufen lassen. Ich konnte mich mit dieser Situation nicht anfreunden. Und deswegen glaube ich auch, dass Joshua Kimmich diese Position rechts hin gar nicht spielen wollte. Ich gehe davon aus, dass Müller nicht überzeugt war, vor einem Mittelstürmer zu spielen. Aber wir bleiben beim Mittelfeld hängen. Aber Lothar, muss ich einmal insofern unterbrechen. Ich würde weiterhin auf alle drei setzen. Aber natürlich, ja? Du warst nie ein rechts hinten. Da musstest du vielleicht mal aushelfen. Josh Kimmich hat da angefangen. Josh Kimmich hat Weltklasseleistung auf rechts hinten gebracht.
Und 2014 sind wir auch nicht mit Philipp Lahm als Sechser-Weltmeister geworden, sondern wir sind mit Philipp Lahm hinten rechts Weltmeister geworden. Ist der Fehler nicht schon viel früher passiert, dass ein Joshua Kimmich immer auf der Sechs spielt? Warum spielt denn der nicht hinten rechts, wo wir wissen, dass er Weltklasseleistung abrufen kann? Warum stellt er sich nicht schon früher in dieser Mannschaft? Weil er auch nicht, er ist nicht mehr hundertprozentig bereit. Wenn du einmal deine Lieblingsposition hast, dann willst du auch nicht mehr verschoben werden. Und wenn du ein Chef sein willst, als Chef dich verschieben zu lassen, dann möchte ich mal wissen, was du sagen würdest, wenn du aus deiner Position jetzt woanders hingeschoben wirst, nämlich irgendwo an einem Schreibtisch und nicht diese Sendung heute mit mir machen könntest. Lothar, ich kann es dir beantworten. Also, wenn es für den Dienst der Mannschaft ist und die Quote doppelt so hoch wäre, weil es ein anderer macht und ich am Schreibtisch sitze, dann bin ich der Erste, der an den Schreibtisch geht. Natürlich, ich stelle mich ja in den Dienst der Mannschaft, weil ich Erfolg haben will und eben nicht ein Individualist auf dem Platz bin und ich möchte die WM nutzen, um Chefchen zu sein und ich liefere da nicht ab. Selbstverständlich stellen wir uns hier alle in den Dienst der Mannschaft. Okay, aber wo ist der andere Sechser gewesen? Ist Gündogan ein Sechser? Ist Goretzka ein Sechser? Es ist ja gar kein Sechser da. Den habe ich ja vor der Weltmeisterschaft auch gefordert. Was passiert, wenn Kimmich ausfallen sollte auf der Sechs? Aggressiver Leader. Gündogan ist kein aggressiver Leader auf der Sechs. Goretzka ist ein Box-zu-Box-Spieler. Also Kimmich ist der einzige Sechser, den wir im Endeffekt bei diesem Turnier dabei gehabt haben. Und den setze ich dann nach rechts. Okay, kann ich gegen Costa Rica machen, weil sie vielleicht zweitklassig sind. Aber sie haben es uns schwer gemacht. Natürlich brauche ich einen Kimmich im Zentrum. Durch seine Aggressivität. Natürlich braucht er hundertprozentiges Vertrauen. Dass der Trainer mir vertraut auf dieser Position. Vielleicht wäre es ja nur eine Ausnahme gewesen. Im Fall, dass man weitergekommen wäre, hätte vielleicht Kimmich dann wieder auf der Sechs gespielt. Vielleicht hat das Gespräch so stattgefunden. Wir waren nicht dabei. Aber Kimmich, und lasst uns nicht immer diese ganzen Spieler verschieben. Süle ist kein rechter Verteidiger, wenn überhaupt ist er im Zentrum. Und Kimmich ist für mich ein klarer Sechser, auch wenn er vor 3 Jahren auf der rechten Verteidigerposition Weltklasse gespielt hat. Das ist 3 Jahre zurück. Philipp Lahm ist als Außenverteidiger groß geworden, hat zwar links gespielt in Stuttgart, danach hat er rechts gespielt bei Bayern und ist als rechter Verteidiger Weltklasse geworden und ist dann mal zwischendurch nur kurz ins Mittelfeld gekommen. Aber er kam von der Außenverteidigerposition und die hat er Weltklasse gespielt, Kimmich auch, aber er fühlt sich mittlerweile im Mittelfeld besser aufgehoben. Lothar, es gibt nichts Schöneres mit dir, als wirklich über Fußball, Fußball, Fußball zu reden, über Taktik. Ich liebe das. Da kochen deine Emotionen nämlich auch hoch. So muss es sein. Wir reden einmal über die Offensive. Da haben wir natürlich immer ein absolutes Füllhorn mittlerweile an tollen Talenten. Sie rufen es aber auch leider nicht regelmäßig genug ab. Wir haben gar nicht mehr die Zeit, jetzt über alle durchzugehen. Ich möchte mal 3 Namen nennen. Thomas Müller, einer unglaubliche Verdienste für den deutschen Fußball. Ein geiler Typ, aber das war's, oder? Ich glaube, mit Müller sollten wir nicht mehr planen in der Nationalmannschaft. Ja, Thomas wird sich selbst einschätzen können und ich habe es auch schon vor 2 Jahren gesagt, wie er zurückgekommen ist in die Nationalmannschaft. Der Rhythmus ist höher geworden für ihn, er wird auch nicht jünger. Ja, ich glaube, wenn er mit sich selbst so ein bisschen nachdenkt, dann glaube ich, tun ihn die nächsten Jahre bei Bayern München gut. Und das sollte auch alles sein. Ich fordere jetzt nicht, dass er zurücktreten soll, aber ich glaube, er ist intelligent genug, um zu wissen, ein Musiala kommt, ein Florian Würz kommt, ein Moukoko ist da, er ist kein Mittelstürmer. Also Platz zu machen für die jüngere Generation, die ja die Qualität mitbringt, die wir brauchen, die Geschwindigkeit mitbringt im offensiven Mittelfeld. Aber natürlich, Thomas Müller war ein Taktgeber, war so ein bisschen auch der verlängerte Arm, der Feldspieler von Hansi Flick. Deswegen ist er ja auch zurückgeholt worden. Aber ich glaube, in Zukunft haben wir gerade auf diesen offensiven Mittelfeldpositionen. Havertz ist ja auch noch da. Leute, die da im Endeffekt, denen die Zukunft gehört. Ich glaube, wir sind uns sicher, dass mit Gnabry, Havertz, Sané, Moukoko, Musiala, das auf jeden Fall Jungs sind, die ihre Chancen nochmal bekommen werden. Ich hoffe wirklich, dass Kollege Gnabry und Sané es tatsächlich mal schaffen, mehr als ein Spiel wirklich den Unterschied machen zu können, weil sie es alles mitbringen, um Weltklasse zu sein. 2 Personalien noch ganz schnell. Für dich in Zukunft dabei noch Mario Götze oder war es das? Ich würde sagen, das war es auch, weil, wie gesagt, Florian Würz kommt zurück. Und das ist für mich, neben Musiala, sind das die größten Hoffnungsträger des deutschen Fußballs. Beide jetzt schon irgendwo Weltklasse, auch wenn vielleicht Messi noch das Tor trifft und Musiala nur den Pfosten, aber er hat so viel geleistet in diesen Spielen hier. Er hat immer wieder Offensivaktionen gehabt. Ich glaube, die meisten Dribblings gewonnen werden in der Gruppenphase von allen Nationalspielern, die hier teilgenommen haben. Musiala ist ein Glücksfall für den deutschen Fußball und Würz und Musiala zusammen, ja,
Das wird Spaß machen. Deswegen kriegt natürlich Musiala auch wieder unser berühmtes Bildherzchen hier. Ich finde es irre, wenn es ein bisschen anders gelaufen wäre. Es wäre gar nicht überraschend gewesen, wenn Musiala auf einmal mit 5 Turniertoren schon dastehen würde und wir wären als Gruppenerster weitergekommen. Auch das wäre theoretisch möglich gewesen, wenn hätte Herrn Toilette die Großchancen reingegangen wären. Aber ein geiler Fußballer. Ganz schnell letzte Frage, bevor wir in die Werbung gehen. Niklas Füllkrug, absolut das gemacht, was er machen sollte. 2 Hütten in 3 Spielen und uns im Turnier gehalten gegen Spanien ohnehin. Füllkrug weiter dabei oder war das eben once in a lifetime, einmal WM und nie wieder? Oder würdest du ihn weiter nominieren? Er muss dabei bleiben, weil wir haben ja erstens mal keinen anderen von diesen Spielertyp. Moukoko ist ein ganz anderer Spieler. Adeyemi ist auch noch dabei, haben wir vorher vergessen. Wirtz habe ich angesprochen. Also wir haben da vorne Spieler, aber es sollten die Spieler spielen auf der Position, die sie auch gewohnt sind. Füllkrug, Moukoko, die Zukunft auf der Nummer 9 in der deutschen Nationalmannschaft. Und ich hoffe vielleicht, dass der eine oder andere noch dazukommt. Adeyemi hat ihn teilweise auch gespielt. Aber das sind alles so Lösungen, die ich nicht 100%, wo ich nicht hundertprozentig dahinter stehen kann. Füllkrug Nummer 9. Wenn wir mit Nummer 9 spielen, und das wünsche ich mir für Zukunft, dann mit Niklas Füllkrug. Und ohnehin sind wir alle gespannt, ob Niklas Füllkrug auch in der Rückrunde dann überhaupt noch bei Werder Bremen spielt oder möglicherweise das Millionenangebot irgendwie aus England kommt. Fakt ist, der hat seine Chance genutzt bei dieser WM, um weltbekannt zu werden. Lothar, du bist weltbekannt, deswegen bleibst du auch hier in der Sendung. Du bist ja das treibende Glied von Lothar legt los. Wir machen eine kurze Unterbrechung, dann reden wir ein bisschen über was Positives, nämlich Mannschaften, die erfolgreich Fußball spielen können bei dieser WM. Bis gleich, kurze Unterbrechung. Herzlich willkommen zurück bei Bild TV und unserer WM-Morningshow. Lothar legt los. Und die gute Nachricht für alle Fußballfans, die deutsche Mannschaft ist raus. Wir werden aber weiter jeden Morgen hier über WM reden, denn es ist ja ein geiles Turnier, dank anderer Mannschaften. Unter anderem die, die gestern gespielt haben. Sehen wir nämlich, dass Lothar, wenn wir auf die Ergebnisse schauen, die Favoriten sich gestern durchgesetzt haben in doch recht ansehnlichen Spielen. Allen voran die Holländer 3-1, da haben die Amerikaner ein Tor geschossen. Das ist physikalisch, so ist richtig, gar nicht möglich. Ein unfassbarer Treffer, nochmal nachzusehen auf Bild.de. Alle Fußballfans sollten das tun. Die Holländer, die wir so nennen und nicht Niederlande, sind weiter. Und wir wollen einmal zum Start, Lothar, uns das Firebeast Louis van Gaal anhören, der einfach wirklich gute Laune hat. Völlig zu Recht. Denzel weiß, dass ich stolz auf ihn bin. Gestern habe ich ihm einen dicken Kuss gegeben. Ich werde ihm jetzt noch einen dicken, fetten Kuss geben, damit es jeder sehen kann. Bitteschön. Hätte er es auf den Mund gemacht, wäre er meiner Forderung nachgekommen, jedes Tor mit einem Männerkuss bei dieser WM zu feiern. Louis van Gaal, lieber Lothar, wie viel Anteil hat dieser mit Verlaub ja zumindest routinierte Trainer denn an diesem holländischen Erfolg? Ja, ist der Ähnliche, der die Mannschaft formt, der großen Respekt von den Spielern bekommt, das ja auch sehr wichtig ist, sind ja auch einige Superstars dabei und er hat schon Erfolge gefeiert. Das sind natürlich wieder für einen Trainer wichtig, Anerkennung in der Mannschaft und man sieht, wie locker er sein kann. Man hat es in München häufig kritisiert, aber man konnte mit ihnen gern ein Glas Rotwein trinken und wenn man sieht, wie die feiern, mitten in Doha im Hotel, das, was ich vorher gesagt habe, sie sind angekommen in Doha. Du fühlst hier die WM-Atmosphäre anders, wie wahrscheinlich da in der Wüste, wo die Deutschen im Endeffekt ihren Familienurlaub verbracht haben. Ja, leider wohl wahr. Eine andere Mannschaft, die ordentlich feiern kann und besonders ihre Fans, sind die Argentinier. Lionel Messi gestern ein kleiner Kraftakt, aber die Argentinier sind weiter. Und wenig überraschend, ich meine es zu wissen, Lionel Messi gestern auch dein MVP der beiden Achtelfinalspiele, oder? Ja, absolut. Überragend wieder, was er gestern geleistet hat. Sind wir von ihm gewohnt. Er hat sein tausendes Pflichtspiel gemacht, hat
etwa 800 Tore geschossen. Gestern ganz wichtiges wieder zum 1:0. Aber auch die Dribblings, das Passspiel, das ist einfach einmalig, was er immer wieder zelebriert. Hat eine Phase gehabt in Paris, wo er nicht so brillant gespielt hat. Aber jetzt merkt er auch die Liebe der Argentinier. Gestern wieder, ja, 90% der Fans aus Argentinien. Argentinien weiß, wie man seine Mannschaft unterstützen muss. Und sie unterstützen diese Mannschaft, weil sie wissen, dass der WM-Titel greifbar nahe ist. Sie sind für mich der Top-Favorit gewesen von Anfang an. Und jetzt zeigen sie es auch nach der Auftaktniederlage gegen Saudi-Arabien. Sie sind als Mannschaft sehr aggressiv. Sie sind gut organisiert. Messi hat seine Freiheiten, die er braucht. Und ja, er ist einfach derjenige, der die Bälle fordert, der die Bälle bekommt, weil die Mitspieler wissen, dass da was passiert. Und ähnlich, wie gesagt, hat er gestern auch wieder, ja, das wichtige 1:0 geschossen. Es war eines seiner knapp 800 Pflichtspieltore, die er bisher geschossen hat. Und für mich ein Phänomen. Ja, ein absolutes Phänomen und war gestern spektakulär. Es schallte dann durchs Stadion auf einmal, where is Messi, where is Messi? Das waren die australischen Fans, die das skandierten. Also, wo ist Messi, wo ist Messi? Und genau in der Sekunde nahm er sich den Ball im 16er und ballerte zum 1:0-Führung das Tor da rein. Also da hat er dann sofort die australischen Fans mal ganz schnell zum Schweigen gebracht. Das kann eben nur ein Lionel Messi. Du hast es jetzt mehrfach angesprochen. Tausendstes Spiel. Wir haben eine kleine Grafik, um das mal irgendwie in Zahlen auch zu sehen. Das ist unfassbar, dieser Lionel Messi. Und ich meine, es wird einem wirklich schwindelig, wenn man auf die Bilanz seiner Vorlagen und Tore schaut. Allen voran natürlich seine, ja, unfassbare, einzigartige Karriere im Trikot des FC Barcelona. Das ist eigentlich nur vergleichbar mit einem anderen, bei dem wir in Gedanken dabei sind, dem es aktuell nicht so gut geht, Pelé. Aber das sind eigentlich Zahlen, die wir sonst nur von Pelé kannten, oder? Ja, absolut. Das sind ja auch die größten Fußballspieler mit Maradona, jeder in seiner Epoche. Man hat in den letzten 15 Jahren gesprochen, Messi oder Ronaldo. Ich glaube, bei dieser WM sieht man, wer im Endeffekt auch in den letzten 15 Jahren vielleicht der Bessere war. Ronaldo hat viel Erfolg gehabt, hat einen ganz anderen Spielstil. Messi wird geliebt von nicht nur von seinen Fans, sondern auch von vielen internationalen Fans, weil er einfach für uns den Fußball verschönert hat. Er hat ihn auf ein anderes Niveau gebracht und ist nach wie vor überragend. Er macht den Unterschied und wie gesagt, er ist derjenige, der Argentinien nach Diego Maradona 1986 zum nächsten Weltmeistertitel verhelfen kann. Aber Lothar, wir haben ein Problem. Möglicherweise streicht Lionel Messi dich aus den Rekordbüchern, denn du bist nach wie vor WM-Rekordspieler mit 25 Einsätzen. Wenn Messi das Halbfinale erreicht, hat er dich bereits eingeholt. Und wenn er das Finale erreicht und alle Spiele machen sollte, dann hat er 26 und überflügelt dich. Das geht doch nicht, da müssen wir doch irgendwas machen. Ein Lothar Matthäus muss doch Rekordweltmeisterspieler bleiben. Muss er nicht. Ich erwarte es über Jahrzehnte lang. Und auch wenn er ins Halbfinale kommt und nicht ins Finale, hat er immerhin das Spiel um Platz 3 und dann hat er auch ein Spiel mehr wie ich. Also das weiß ich schon. Aber wenn ich es einen gönne, dann ist es Messi, der mich, wie gesagt, in den letzten 17, 18, 19 Jahren, ich war ja bei seinem ersten Länderspiel dabei, das hat er übrigens in Ungarn gespielt, 2005, ich war ungarischer Nationaltrainer und Messi kam von der Bank ins Spiel und es war sein erster Länderspieleinsatz. Also wenn den Rekord einer knacken darf und soll und muss oder kann, ja, dann wünsche ich es natürlich einen wie Messi. Möglicherweise, das wäre ihm ja zuzutrauen, wenn es nur um Spielplatz 3 geht, dann tritt ein Lionel Messi da gar nicht an und dann seid ihr beide Rekord-WM-Spieler. Lass uns ein bisschen auf das Heute, Hier und Jetzt schauen. Einmal auf den Turnierbaum, der ist so schön und auch wenn man leider die deutsche Fahne da nicht sehen wird, aber mal die Duelle, die uns heute erwarten und in den nächsten Tagen. Da sind schon ein paar wirklich feine Sachen dabei. Allen voran natürlich das jetzt schon feststehende Viertelfinale zwischen Holland und Argentinien. Durchaus auch ein mögliches Finale, dann schon im Viertelfinale. Und wir schauen mal auf die beiden Partien von heute und deine Tipps. Ich weiß gar nicht, wie liegst du vom Feeling her? Hast du ein gutes Gefühl bei deinen Tipps bei dieser WM? Hast du ein bisschen Überblick? Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt, aber ich habe viele Mannschaften vorausgesagt, die ins Achtelfinale dann gekommen sind. Natürlich überraschen die Australier auch dabei. Denen hätte ich es nicht zugetraut. Da war ich eigentlich mehr auf Dänemark eingestuft. Aber den Senegalesen habe ich es zugetraut. Und die spielen auch gegen England heute. Und ich glaube da sogar an eine Überraschung, auch ohne Mané, dass Senegal da irgendwas bewirken kann mit dieser fantastischen Unterstützung. Auch wieder von den Fans, die den ganzen, die 90 Minuten lang Musik machen. Die haben ihr eigenes Orchester dabei. Und Frankreich ist natürlich klarer Favorit mit Mbappé gegen die Polen, die für mich glücklich in diese in dieses Achtelfinale gekommen sind. Nicht überzeugend, sondern wirklich glücklich. Und ja, deswegen Frankreich da der Favorit und Senegal eine kleine Überraschung gegen England. Das traue ich Ihnen zu. Ja, mal schauen, ob ich recht habe. Ja, ich würde es mir ehrlicherweise wünschen, jetzt nicht, damit England rausfliegt, aber es wäre halt wahnsinnig geil für den afrikanischen Fußball, wenn mal ein Team wirklich vielleicht sogar ins Halbfinale durchstoßen kann. Wir erinnern uns alle an dieses legendäre Spiel Ghana gegen Uruguay, wo Ghana eigentlich schon mit einem Bein im Halbfinale stand und dann hat Luis Suarez auf der Linie auf einmal die Hände rausgepackt, dann gab es Elfmeter und den verschoss Ghana. Egal, wir kramen zu lange in der Vergangenheit. Aber einmal nochmal wirklich zu Senegal, weil mich die auch sehr überraschen, nicht nur auf der Tribüne, nicht überraschen, tun sie nicht, sie machen mir Freude. Nicht nur die Fans auf der Tribüne, wie gesagt, sondern auch diese Mannschaft. Ist genau Senegal das perfekte Beispiel dafür? Der Superstar fällt aus und dann schafft es aber eine Truppe, gemeinsam über sich hinauszuwachsen. Ist genau das, was der Senegal bei diesem Turnier hat, das, was Deutschland fehlt? Ja, eine Reaktion zu zeigen, auch wenn irgendwas mal passiert, was man nicht, wo man nicht davon ausgegangen ist. Mané hat sich kurz vom Turnier verletzt, ist operiert worden. Die mussten es wegstecken. Da hilft es nichts zu weinen, wie die Brasilianer zum Beispiel 2014 geweint haben, wie Neymar ausgefallen ist. Ja, die haben nicht geweint, sondern sie sagen, okay, Mané ist bei uns nach wie vor dabei, aber wir müssen es ohne ihn schaffen. Sie haben Begeisterung, sie haben Spielfreude, sie haben Geschwindigkeit und sie haben auch eine gewisse ein gewisses körperliches Spiel. Also sie gehen knallhart in die Zweikämpfe, keine Angst vor eigenen Verletzungen und das zeichnet den Senegal aus und deswegen, wie gesagt, glaube ich heute auch, dass der Senegal uns überraschen kann mit einem Sieg gegen England. Und die nächste Überraschung, bist du d'accord, der nächste Afrikaner, oder afrikanische Teilnehmer, der überrascht hat, Marokko, kurze Antwort, Marcel Reif sagt, Marokko haut Spanien raus, bist du damit dabei? Kurze Antwort. Es wird kein einfaches Spiel für Spanien. Trotzdem Spanien für mich der Favorit. Also da freue ich mich auch wahnsinnig drauf auf dieses Duell. Marokko wirklich auch begeistert. Und irgendwie müssen wir uns ja jetzt für andere Teams begeistern können, wo unsere deutsche Nationalmannschaft draußen ist. Ich halte es einfach mit den afrikanischen Teams. Dieser Kontinent hat es verdient, auch bei einer Fußball-WM mal deutlich weiter nach vorne zu kommen. Lothar, es gibt für uns beide, also für dich vielleicht eine schlechte, für mich eine gute Nachricht. Wir haben beide morgen wieder zusammen Sendung, 7 Uhr deutsche Zeit. Für dich tut's mir leid, ich freue mich sehr auf dich. Das wird launig und wir haben morgen einen Schwerpunkt, das können wir den Zuschauern schon mal verraten. Morgen widmen wir uns mal genau dem Land hinter mir. Morgen Schwerpunkt Brasilien. Die haben es verdient als Rekordweltmeister. Darüber reden wir morgen ausführlich, oder? Ja, gerne über alle Länder, die noch dabei sind, aber wir können auch über Länder reden, die vorzeitig ausgeschieden sind. Ist Fußball und Fußball lieben wir beide und deswegen können wir auch morgen über alles sprechen, was du da mit mir vorhast. Sehr gut, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das werde ich genau so machen mit Lothar Matthäus, über alles reden, worauf ich Lust habe und Sie hoffentlich auch. Morgen früh, 7 Uhr deutscher Zeit, Bild TV einschalten, dann gibt's wieder Lothar legt los, unsere BM Morning Show. Alles Liebe, alles Gute und zünden Sie Ihr zweites Kerzchen an. Friede, Freude, Eierkuchen am 2. Advent. Alles Liebe. Tschüss.